Und damit herzlich willkommen zurück zum LS19 hier im Crater Lake. Jawohl, beim letzten Mal haben wir ein schönes Carport gebaut, haben hier einen neuen Frontlader und unseren MAN-Traktor. Ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt, ne? Hier haben wir unseren schönen Hochstand. Warte mal, ist das. Kommen wir überhaupt hoch? Das ist hier maßstabstechnisch, glaube ich, gar nicht so. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein, ne? Ist ein reines Deko-Objekt. Ich finde den cool. Baumhaus und so, ne? Im Wald, musste haben. Eigentlich gar nicht so schlecht. Die Bienenbäumchen stehen da sehr schön. Ja. Radlader hier, LKW da, die Bienentraktoren hier. Der Anhänger da hinten von den Verkaufspunkten ist weg. Der steht wieder unter der Scheune. Wie gesagt, die habe ich aufgeräumt, ne? Der Pickup mit dem Big Tech steht beim Shop. Und zwar würde ich mal gucken, da wir ja jetzt Geld haben durch den Brennholzverkauf, würde ich mir so ein paar Equipment-Dinger für die Feldarbeit besorgen. Und da schauen wir doch mal rein. Und zwar hätte ich gerne. Naja, Dünger bräuchten wir theoretisch nur. Vielleicht eine Leihgabe oder so. Auch nicht besonders großes. Der hier. Für Kalk. Und genau, der kann kein Kalk, ne? Boah, Mann, nee. Der hier ist nämlich ganz schön groß. Wobei, wenn wir uns den mieten, ist der ja nicht so teuer. Müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir vielleicht doch den. Den mieten wir uns mal. So. Dazu dann gleich Paletten. Und zwar Mineral. Kalk gibt es auch. Kalk Big Bag. Genau. 2000 Liter. 2, 4, 6, 8. So. Dann hängen wir nämlich eh ne vorne an die Palette ran. Eine Sämaschine. Ich habe ja modtechnisch mich ein bisschen umgeguckt und ich hoffe, das ist hier auch drin, was ich haben wollte. Werden wir gleich sehen. Und zwar irgendwas kleinet. Was brauchbares, was kleinet hier, sowas hier, dachte ich. 20 PS, eigentlich für den MAN perfekt. Habe ich hier noch was anderes? Ne, das warten leider auch schon. Wie viel Arbeitsbreite hatte die hier? Das waren 3 Meter. Die hier vorne hat auch 3 Meter. Braucht aber 85 PS. Wollen wir die nehmen? Also theoretisch spricht ja nichts dagegen, oder? Wenn wir uns die hier nehmen, warte mal. Du, 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 da ist sie. Und die ist auch recht günstig. Guck mal. Felgenfarbe. Können wir so eine schöne Weinrote machen. Hauptfarbe machen wir mal so ein ausgewaschenes Grün. Siehst du wohl, Design. Können wir hier so ein schönes Grau machen. Schutzgehäuse. Ja, kostet ja nicht mehr anscheinend. Und Schaber. Nehmen wir mit. Oder? Der Ding kostet keine 4000. Ich glaube, damit fahren wir auch nicht so schlecht. Okay. Dann brauchen wir. Ein Grubber. Weil. Das Ding hat keine Direktsaat. Bedeutet. Warte mal, Kreiselecke, haben wir hier was für wenig PS? Negativ, haben wir hier irgendwas für wenig PS? Hatte ich mir was rausgesucht? Wie sieht an 90 PS? Hier wäre was für den Fendt-Geräteträger. Und hier ist noch andere, guck mal hier. Der braucht 70 PS. Der macht 3 Meter. Bin im den. So. Wir haben eine Sämaschine, wir haben Grubber. Wir haben gerade das Geld, ne? Wollen wir uns den Flughafen vom letzten Mal? Der hat mir eigentlich sehr gefallen, muss ich sagen. Fand ich jetzt kein schlechtes Gerät. So. Theoretisch könnten wir auch ein bisschen mehr Leistung nehmen, weil wir haben ja den John Deere. Aber Arbeitsbreite brauchen wir halt eigentlich nicht, ne? So, der kostet 38. Gut. War jetzt nicht billig, aber wir haben das Geld gerade eben mal, ne? Wir brauchen Saatgut. So. Davon nehmen wir einfach mal 4 Stück mit. Und was haben wir hier noch? Dünger brauchen wir nicht. Zeige ich euch, warum nicht. Dann sind wir eigentlich vorbereitet. Wie gesagt, das Kalkding geben wir wieder ab. Und der Rest läuft. So, wir gehen mal zum Shop. Und dann würde ich sagen, la oh, ja, haben wir aber ordentlich geshoppt hier. Meine Güte.
Wir haben Anbaugeräte. 1, 2, 3, 4. Wir müssten ein paar Mal fahren, ne? Kriegen wir aber alles hin. So, ich würde sagen, mit dem Gabelstapler lade ich erstmal die ganzen Paletten hier auf. Das sind 8 Stück. Dann haben wir die schon mal auf dem Big Techs. Das ist hier viermal Kalk, viermal Saatgut. Müsste eigentlich so gehen, oder? Ja. So, wie gesagt, den Kalk. Alles, was wir nicht brauchen, können wir ja stehen lassen. Weil wir werden auf jeden Fall noch mehr Felder anlegen. Das wird nicht die einzige Ackerfläche sein, die wir da haben. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. So, Palette Nummer 1. Das müssen wir zu Hause auf dem Hof alles wieder abladen, ne? Oh, ho, 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 ho. So, warte mal, komm, wir nehmen die hier vorne gleich weg. So. Das können wir zum Beispiel alles in unsere Scheune einlagern. Da vernünftig positionieren. Und dann ist die Sache in Ordnung. Dann können wir den Platz, der da drin ist, halt auch vernünftig mal nutzen. Und dann hat es auch einen Sinn, dass wir die Scheune da behalten haben. Das alte Klappreding. Ach komm, bitte. Spinn mal nicht so rum. Hier einfach ab. Also Palettenkollision ist immer noch so. Ne, war im 17er schon Käse, ist im 19er oftmals noch. Ja, ist wie mit Ballen. Manchmal ist es halt komisch. Aber ja. So. Die kleben halt viel lieber an der Palette als da, wo sie stehen. Aber okay. So. Siehst du wohl. Ich bin auch noch am überlegen, ob wir den HW80 Anhänger vielleicht abgeben, dafür einen Dolly holen mit einem großen Holzrungenflieger, den wir dann mit dem LKW wegfahren. Das schaue ich mir an, wenn wir das nächste Mal Holz machen, wie doll langwierig das dann doch am Ende wird. Aber momentan sollte das erstmal noch gehen. Wie gesagt, die nächste Feldfläche werden wir wahrscheinlich relativ zügig freilegen, dass wir da noch mehr Ackerland zur Verfügung haben, weil jetzt können wir auch bestellen, weil wir haben theoretisch alles da, was wir brauchen. Wir haben einen Flug, was ein recht großer Flug so ja ist. Grober Seemaschine. Wir bräuchten theoretisch noch was zum Ernten, aber das alle zu seiner Zeit, wenn wir denn soweit sind. Weil noch ist hier andere Sachen irgendwie mit höherer Priorität, weil wir können auch noch nicht ernten, weil wir haben noch nichts zum Ernten. So, ich werde das hier mal alles aufladen und dann, wenn wir die ganze Geschichte mal nach Hause fahren, müssen wir das da nämlich wieder abladen und dann würde ich mit dem Big Techs vielleicht noch mal herkommen, beide Traktoren und da so viel ranhängen wie geht. Also an den John Deere zum Beispiel können wir zwei Sachen ranhängen. Dann würde ich die Frontlader demontieren. Und dann gucken, dass wir das hier alles irgendwie nach Hause kriegen. Weil ist ja doch ein ganz schöner Haufen. Wir haben ordentlich investiert. Also knapp 50.000 haben wir gerade in neues Spielzeug hier investiert. So. Guck dir die neugierigen Hühner an. Da krepeln die hier erstmal gleich über die Paletten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Haut ab hier. Gehst du? Ja. Okay. Die Paletten stelle ich da vorne an die Scheune hin. So, hier so. Guck mal, da so. Und dann fahren wir mit der Seemaschine rückwärts ran und dann ist die Sache in Ordnung, oder? Haut doch mal ab. Ihr müsst hier alle hinkrauchen, ne? Mann, ein Pack ist das aber auch. Warte mal. So. Bringen wir jetzt durcheinander hier. Wir haben Abladewahn. So. Hallo? Wird es denn gehen? Jetzt erzähl mir nicht, dass die olle Kalkpalette so schwer ist. Hör auf!
Siehste, jedoch. Okay, ich lade hier mal weiter ab. Und dann würde ich sagen, befüllen wir den Big Tex mit beiden Traktoren und fahren weiter einkaufen. So, und die letzte Palette noch. Dann haben wir das hier schon mal zu Hause. Sollte eine Weile reichen, denke ich, ne? Also, ich denke mal hier, das Saatgut wird auf jeden Fall reichen. Naja, mit dem Kalk, glaube ich, was wir nicht brauchen, können wir wieder abladen, ne? Das ist nicht das Problem. So, die werde ich auch nicht übereinander stapeln, weil das schafft der Traktor ja nicht. Der hebt die da nicht hoch. Also, seine Hintern hebt er hoch, aber die Palette, die findet er jetzt nicht so cool mit hochheben. Deswegen lasse ich die einfach mal da stehen. Boah, schön den Hühnerschuppen stehen lassen. Dann packen wir hier mal den Frontlader hin. Na, komm schon, so. Katsching. Und dann fahren wir das Ding schon mal auf den Big Tex drauf. Den müssen wir vielleicht vorher mal aufklappen. So. Wo ich den Traktor gekauft habe, ist mir wieder eingefallen. Das ist der von der Welker Farm, der ist doch auf Dauer vom Motorklang relativ dominant. Wir sagen das mal lieber so. Ne? Also, ja, ich bestimmt doch noch coolere, aber hey. So, wir lassen hier den Frontlader dran. Gleich als Gegengewicht. Und dann düsen wir damit mal auf den Anhänger. Wir fahren mit ihm hier vor, der ist nämlich ein bisschen leichter als der John Deere. So. Ich hoffe, die passen hier wieder auf. Oh, siehst du wohl. Einwandfrei. So, und du hinterher? Warte mal, fahren wir den rückwärts rauf? Oder fahren wir den... Ja, ich glaube, rückwärts macht mehr Sinn, oder? Ich glaube, die Traktoren sind hinten immer schwer. So, siehst du, na klasse, einwandfrei. So, zuklappen. Ui. An ihn gotet. So. Abfahrt, oder? Ich würde sagen, wir fahren in Kurven. Eieiei. Ist immer eine schöne Ladung. So, schön über den Flüchtenacker. Gucken, dass wir uns hier nicht festfahren. Ehre. Geh weg. Hallo? So, na denn. Ab nach dem Einkaufen drinnen rein. Wir müssen ja den Krempel noch alles nach Hause holen. Also das Fahrzeuggewicht merkt er auf jeden Fall. So, siehst du, aber das läuft einwandfrei. Ein Traktor muss nach Hause fahren, ne? Oder ich fahre mit den John Deere vor, lade alles auf den Big Tex und dann kann der mit... Oh, ich traue mir nicht so linken. Und dann kann der einfach mit Follow Me hinterher fahren. Dann haben wir alles mit immer beisammen zu Hause und dann kann die Sache eigentlich losgehen. Dann kann die Party steigen, Leute. Ich traue mich immer überhaupt nicht mit dem Ding in der Kurve zu fahren, wenn da hinten immer drauf ist. Weil ich mir denke, jo, gleich maulst du dich wieder, dann kannst du hier wieder Bergungsarbeiten vollrichten. Aber bis jetzt läuft einwandfrei. Oh ja. Wir sind doch gleich da. Also das ist deutliche Zeitersparnis, wenn wir hier aufladen und transportieren können mit dem Ding. Eigentlich mit dem Grund, warum ich den noch habe, weil der geht halt viel, viel schneller als wenn du mit einem Traktor hier mit 26 km/h den ganzen Weg hier hoch und runter und boah, hör auf. Ist schon deutlich angenehmer so, deswegen machen wir das doch so. Und sieht cool aus. Haben wir nämlich eigentlich noch gar nicht so gemacht, oder? In keinem Let's Play, glaube ich. Denn wieso in Kofi fahren? Mit den ganzen Dinger hinten dran. Alles klar. So, dann werden wir mal anhalten. Aufklappen.
Und entriegeln, okay. Wie gesagt, hier können wir vorne und hinten mal dranhängen. Dann würde ich sagen, packen wir den Flug nach hinten, den Grubber nach vorne. Den Streuer, den laden wir auf den Big Techs auf, in der Hoffnung, dass der Teil nicht runterfällt. Da fahren wir mal den MAN runter. Jetzt wäre nur interessant, ob alle Anbaugeräte auch aufgeladen hätten werden können mit Fixieren, dass er nicht runterfällt, weil dann hätten wir nur mit E-Tracker fahren können, brauchen, dann hätten wir nämlich Platz gehabt für andere Sachen. Aber hey, so. Können wir gleich mal ausprobieren, ob die Seemaschine auch an den Traktor hier ranpasst. So. Na bitte. Jetzt aber erstmal gucken, ob wir den Dünger-Kalkstreuer hier auch fixieren können. Das wäre noch sehr interessant, ob das geht. Wir fahren den hier mal rauf. So, siehst du wohl. Ich mach das Ding mal aus, ist noch ein bisschen nervtötend auf Dauer, oder? So, wenn wir jetzt hier... Hat er den jetzt festgemacht oder hat er den nicht festgemacht? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, wir nehmen den. Und wir fahren ruf. Also den Trecker, den mag ich hier wirklich. Der ist cool. Der hat eine schöne Form, schöne Farbe. Ist mal was anderes. Und den offenen Überrollbügel hier, schon ein cooles Ding. Guck mal, wir machen das so. Aus, Ende. Zuklappen. So, jetzt ist hoffentlich alles fixiert und den Rest nehmen wir mit dem John Deere mit. Dann sollte das eigentlich soweit alles cool sein. So, warte mal. Ah, wir brauchen noch ein Gewicht. Schande. Warte mal. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Habe ich irgendwelche coolen Gewichte? Haben wir irgendwelche coolen Gewichte? Außer das hier, was natürlich mega cool ist. Hier war irgendwas mit Beton. Das hier. Farbe. Was ist denn mit Grau? Haben wir hier auch Betonfarben? Silber. Metall. Beton. Hallo? Glasfarben. Na, so richtig nicht, ne? Aber warte mal. Dann würde ich vielleicht doch so machen. 1800 Kilo. Ja. Den nehmen wir noch mit. Da würde ich dann nämlich das noch hinten rufpacken wollen. Das probieren wir noch aus. Öffne mal. So, dann werden wir das hier nochmal alles entkoppeln. Dann darf er das hier noch hinten rufpacken. Dann sollten wir nämlich auch mit den anderen Paletten, falls wir mal welche haben, oder mit, weiß ich nicht, mit Rundballen oder mit Quaderballen oder so. Dann dürften wir die damit anheben können, ohne Probleme, hoffe ich. So. Packen wir da noch mit drauf. Direkt über den Achsen. Perfekte Lastverteilung eigentlich, aber mal gucken. So, zumachen. Angurten, anschnallen. Das würde alles runterfallen, ne? Das weiß ich jetzt schon. Aber okay, wir probieren das einfach aus. So, der Grubber vorne. Und der fette Flug hinten. Und dann geht uns schon wieder der Unterstellplatz aus, ne? Alles klar. Siehst du wohl, schön equipped hier.
Sehr schön. Wir haben hier Gewicht, wir haben eine Seemaschine, wir haben einen Grubber, wir haben Flug. Theoretisch haben wir alles, bis auf was zum Ernten, ne? Aber das kommt später. Alles klar. Alles klar, na denn Abfahrt, oder? Dann bringen wir den hier mal in Position. Ist der Pickup? Ach komm, wir steigen aus und steigen hier ein. Ich hoffe, hier fällt nicht runter, ne? Oh Gott. So ein Curseplay-Kurs vom Shop nach Hause wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Könnten wir mit dem Traktor eigentlich einfahren, weil der fährt eh nicht so schnell. Dann dürfte da auch mit dem Pickup hier nicht schieflaufen. Ich glaube, das mache ich. Ja. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute gewesen. Ich bringe den ganzen Krempel hier nach Hause und beim nächsten Mal werden wir übelst rumackern. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Rinnehauen.